Weißt du, was ich heute mal machen werde? Ich möchte einfach dir mal so ein ganz normales Standardfrühstück zeigen, wie es bei mir gibt. Ein vollwertiges Frühstück, was ich natürlich auch empfehlen kann. Und ja, deswegen sei einfach mit dabei, wie ich mir ein Frühstück zubereite. Bei mir gibt es nicht jeden Tag Frühstück und manchmal ist mein Frühstück auch meine einzige Mahlzeit. Dann ist es allerdings eher so frühen Nachmittag eingenommen. Aber wenn es Frühstück gibt, und es gibt es durchaus hin und wieder mal, dann ist es fast immer das Frühstück und es ist vollwertig und entsprechend möchte ich dir das gerne zeigen. Als erstes gleich mal, normalerweise nehme ich selber geflockte Haferflocken, aber manchmal bin ich zu faul oder wie heute, ich muss relativ zeitnah noch wohin, dann nehme ich einfach schon die fertigen Vollkornhaferflocken. Die sind ja nicht mal Rohkostqualität, aber das Tolle an Haferflocken ist, die bestechen vor allem durch ihren Mineralstoffgehalt und der ist hitzeunempfindlich. Von daher ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn die Vollkornhaferflocken nicht Rohkostqualität sind. Generell bin ich ja sowieso schon lange nicht mehr, seit ungefähr 2 Jahren, der dogmatische Rohköstler, der alles in Rohkostqualität haben muss, sondern ja, ich mache es mir einfach und bin entspannt im Leben. So, und ja, das ist das Erste. Mach mir einfach Haferflocken rein. Das sind ungefähr, so würde ich sagen, 250 Gramm. Und das Tolle daran ist, an diesem Rezept, das ist ein Rezept, wo du keine Milch oder kein Aufkochen brauchst, sondern weil sich die verschiedenen Zutaten, wie du gleich sehen wirst, perfekt zu einer Soße, zu was Harten, zu was Weichen, zu allem ergeben, was dazu gehört. Und da fangen wir erstmal an mit den Dingen, die ich einfach nur zubereite und in das Müsli hineingebe. Das sind zum einen jeden Tag Paranüsse. Kurioserweise, ich hatte jetzt Paranüsse gekauft in einer Schale und habe mich gefreut, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ich habe mir natürlich gleich einen Nussknacker dazu geholt und nur um dann zu erfahren, dass das nur zu Weihnachten Paranüsse in Schale gibt. Ansonsten ist es nicht verboten, aber aufgrund der besseren oder aus unserer Sicht schlechteren Aflatoxin-Verbreitung innerhalb von ungeschälten Paranüssen auf der Reise werden in Deutschland so gut wie keine Paranüsse oder es werden keine Paranüsse in Schale angeboten oder extrem. Also, ich habe keine gefunden. Könnt ihr mir selber sagen. Also, wenn ihr eine Quelle habt, Paranüsse in Schale, sagt mir das, weil es hat mir viel mehr Spaß gemacht, die einzelnen Paranüsse zu schälen und ganz bewusst so eine ganz besondere Nuss zu essen, weil so eine Paranuss hat extrem viel, also ein ganz energiedichtes Lebensmittel und ja, ist auch eine Nuss und das sollte auch ein bisschen wertgeschätzt werden und nicht einfach mit der Hand rein und dann essen ohne, sondern es sollte wertgeschätzt werden, so eine Nuss, weil auch in der Natur dauert das ja, er wird diese Nuss wirklich an die rankommen. Wir müssen mit den Steinen dann die zur Mörsen und so weiter und von daher, ja, ich nehme meistens so ein paar Nüsse, das sind so 6 Nüsse diesmal, manchmal sind es auch 5, manchmal sind es 7, manchmal sind es 3, manchmal 9. Ja. Und die hacke ich einfach, weil dann habe ich so, auch wenn dann Flüssigkeit dazu kommt, welche Flüssigkeit und in welche Kombination kommen wir gleich dazu, habe ich immer auch so einen Crunchy-Effekt, egal wie flüssig das ist, weil die Nuss, die bleibt crunchy. So, und natürlich die Paranuss habe ich deshalb auch in meinem Ernährungsalltag, sieht man ein bisschen noch, ja, in meinem Ernährungsalltag immer drin, eben auch wegen dem Selen. Wisst ihr ja selber. Selen ist nicht ganz unwichtig, gerade wenn ihr so ein bisschen mit der Schilddrüse auch Probleme habt, aber auch sonst. Und entsprechend ja, gehört eigentlich die Paranuss immer dazu. So, jetzt mache ich ein paar Trockenfrüchte, das ist so das Crunchy. Jetzt mache ich ein paar Trockenfrüchte dazu, die so ein bisschen dieses Zäh haben. Also idealerweise, wenn ihr kocht oder wenn ihr zubereitet, solltet ihr möglichst alle Geschmacksrichtungen vereinen und auch alle Konsistenzen. Wenn ihr das schafft in einem Gericht, dann schmeckt es eigentlich immer. Und dann müsst ihr natürlich abwägen nach eurem individuellen Geschmack, ob es dann halt eher sauer sein soll oder eher süß. Das Müsli heute wird definitiv eher süß. Genau, da mache ich Trockenfrüchte rein und da entscheide ich mich immer als erstes für Lemberoner Sauerkirschen. Also das ist wirklich so ein Ding, was ich für mich entdeckt habe. Sauerkirschen noch nie gegessen, aber seit 2, 3 Monaten bin ich totaler Fan von diesen Lemberoner Sauerkirschen und ja, verlinke euch die auch nochmal unten. Das ist echt der Hammer. Und gerade weil ich jetzt auch viel Sport mache, 13% Leistungsfähigkeit. Nur wenn du jeden Tag eine Handvoll von diesen Sauerkirschen isst. Ein Video dazu habe ich schon gemacht. Verlinke ich euch am Ende eventuell auch noch. Ja. Und da hatte ich mir nämlich gleich so eine 5-Kilo-Packung für 100 Euro geholt. Und das ist bei mir äußerst selten, dass ich so viel Geld für Ernährung ausgebe. Aber die hält natürlich auch ewig. Ich habe die auch in meinem Obstfach getrocknet. Wie gesagt, da wird nichts schlecht. Aber das ist halt einfach ein
echtes Stück Lebensqualität, diese Sauerkirschen. So, also eine Handvoll Sauerkirschen und dazu noch eine Handvoll Gucci-Beeren. Gucci-Beeren mag ich vom Geschmack, die sind ein bisschen karamellig und haben einen ganz eigenen Geschmack. Bringt da immer was Schönes rein. Auch eine Handvoll Gucci-Beeren. Und wenn wir bei Beeren sind, dürfen natürlich nie Blaubeeren fehlen. Kommen auch noch immer noch ein paar getrocknete Blaubeeren dazu. Die Blaubeere, die werden wir nachher nochmal für die Soße verwenden, in einer anderen Konsistenz. Ist einfach, oh, Kühlschrank-Energie. Ich tue mal kurz mal Blaubeeren drauf. Die Blaubeeren, generell Beeren, sind sowieso hoch an Antioxidantien und die Blaubeere zudem ist noch sehr gut für dein Gehirn, denn sie lässt dein Gehirn wachsen. Warum und weswegen habe ich schon ein Video gemacht, wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch das. Das heißt, wir haben jetzt die Haferflocken als Grundkonsistenz, dann haben wir das Knackige der Paranuss, dann haben wir das Zäh der Sauerkirschen, auch der Beeren und also der Gucci-Beeren und der Blaubeeren. Und jetzt machen wir noch das frische, knackige mit dem Biss rein. Das ist ein Apfel. Normalerweise, wenn ich den Apfel esse, tue ich das Gehäuse mit mixen. Da ich aber hier den Apfel nicht mixe, schneide ich das Gehäuse raus. Also einfach so. Bei Äpfeln, es gibt verschiedene, übrigens ganz, ganz eine tolle Organisationssache für deine Küche. Wenn du deinen Arbeitsplatz hast, hab den Mülleimer immer direkt drunter. Seitdem ich das so mache, seit etlichen Jahren, ist wunderbar. Mir ist nur gerade eingefallen. Das ist eine ganz simple Umstellung in der Küche, aber macht einfach Spaß. Du machst was, zack, weg und musst nicht ewig den Müll hin und her tragen. Gut, wir waren beim Apfel. Also, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Aber das war wahrscheinlich mit dem Eimer dann wichtiger. Crunchy, Apfel. Apfel, nicht crunchy, sondern dieses knackige. Wenn ich mixe, mache ich das Gehäuse rein. Naja. Auf jeden Fall schneide ich den Apfel jetzt in kleine Stücke und habe dann sozusagen auch das Knackige mit drin. Und damit habe ich schon so gut wie alle Konsistenzen erledigt. Die große Frage, und die wir gleich auch behandeln werden, ist: Wie bekomme ich quasi eine Flüssigkeit, die mir schmeckt, die gesund ist, die aus meiner Sicht zumindest nicht eklig ist, Milch, also Milchprodukte, und trotzdem, und jetzt kommt's, süß ist und ohne Zucker. Also, ich bin ja keiner, der jetzt Zucker generell komplett ablehnt. Aber, wenn es sich vermeiden lässt, dann vermeide ich es. Genauso wie andere Sachen, die ich manchmal nutze, wo es sich vermeiden lässt. Zum Beispiel generell Fett in der Zubereitung. Wenn es sich vermeiden lässt, und das ist immer eine individuelle Abwägung, dann ja, vermeide ich das. So, also jetzt haben wir die verschiedenen Konsistenzen. Und natürlich die Haferflocken als Grundanlage. Und jetzt machen wir schon besagte Suppe, wollte ich sagen. Soße, Milch, nenn es wie du willst. Diese, normalerweise habe ich früher einfach mit Wasser aufgeschüttet und Zucker dran gemacht. Das war früher. Und jetzt habe ich einfach ein bisschen experimentiert und was mir gut schmeckt und ja. Man kommt da manchmal ganz schön schwer aus seinen Routinen raus, obwohl es eigentlich so einfach ist. Und deswegen hoffe ich, dass du das auch als Inspiration nutzen kannst, um eben dir auch ein leckeres Rohkostmüsli zu machen, ohne dass du jetzt irgendwelche industriell verarbeitete Milch nehmen musst. Was du zum Beispiel machen kannst, du kannst jetzt da Reis, trockenen Reis reinmassen, Wasser und anstellen. Oder Leinsamen, Wasser oder Haferflocken und Wasser und da entsteht auch eine Art Milch. Das kannst du machen, schmeckt aber nicht so gut wie das, was ich dir heute vorzeigen will. Die Grundzutat sind 3 Orangen. Auf 250 Gramm Haferflocken 3 Orangen. Wenn du Orangen
mixt, dann du kannst sie schälen, aber für mich persönlich geht es mal schneller. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass man das hier sieht. Ich schneide unten das Ding ab, also ich mache das normalerweise auf dem Brett und dann schneide ich oben das ab und gehe einfach dann sozusagen rum. Versuche möglichst wenig wertvolles Fruchtfleisch wegzuschmeißen, was jetzt nicht so einfach ist, während ich das Ding in der Hand halte. Aber ich denke mal, vielleicht sieht man das jetzt auch hier, wenn ich das hier unten mache. Ja, und die Orangen bringen, wir hatten vor uns von den verschiedenen Konsistenzen, geredet. Und die Orange bringt jetzt keine, also die Konsistenz ist jetzt hier einfach wässrig, aber die Orange bringt uns ein Zitrus, also etwas Säuerliches mit rein in dieses komplette Gedicht, was ich euch jetzt gerade kreiere. Und entsprechend sehr wertvoll, sehr wichtig, dass es drin ist. Wenn ihr überhaupt keine Orangen mögt, dann könnt ihr versuchen, mit Zitrone oder Limette oder Kefir-Limettenblättern irgendwie zu experimentieren, um da eben so ein bisschen diese Säurenote in euer Müsli reinzukriegen. In dem Müsli ist natürlich die Säurenote, sollte jetzt nicht exorbitant stark sein. Das liegt einfach daran, weil wir meisten mit dem Müsli auch was Süßes verbinden und ja, einfach nicht wirklich was Saures, wie jetzt zum Beispiel saure Gurken oder sowas. Das sollte auch, in sauren Gurken gibt es ja auch, seht ihr immer dann mit Süßungsmitteln oder mit Zucker. Da sieht man auch wieder Süße hinzugefügt, um halt wirklich diese gesamten fünf Geschmacksrichtungen zu bedienen. Und eben auch die Konsistenzen. Die Konsistenzen haben wir jetzt hier geschafft, jetzt kommen die Geschmacksrichtungen. Und ja, jetzt haben wir hier die Säuerlichkeit, was wir natürlich, wenn man das so will, auch schon ein bisschen im Apfel hat. Aber ja, durch die drei Orangen kommt wirklich da nochmal in jedem Bissen etwas Säuerlichkeit. Der Apfel, da hast du ja nur die Säuerlichkeit, wenn du in den Apfel beißt, aber wenn du auf einem Löffel keinen Apfel hast, dann hast du dann auch keine Säuerlichkeit. Und entsprechend, ja, machen wir jetzt hier in diesem Gedicht von Soße drei Orangen standardmäßig rein. Dann für die Konsistenz und eben auch für die Süße machen wir zwei Bananen rein. Bananen sollten so aussehen. Es gibt ja immer wieder neue Zuschauer. Pro Tag finden fünf neue Abonnenten den Weg auf meinen Kanal. Und ja, wurde da schon das eine oder andere Mal darauf hingewiesen, ja, dass ich Sachen voraussetze, die man gar nicht wissen kann, weil ich ja seit 5 Jahren Videos mache und ich irgendwie annehme, jeder schaut sich alle Videos von mir an, was natürlich nicht der Fall ist. Also generell bei Bananen. Außen sollten die so aussehen und innen sollten sie so aussehen, weiß. Wenn die so aussehen, wie ihr das seht, so die dunklen Stellen, was die meisten annehmen, wenn sie so eine Banane sehen oder wenn sie komplett dunkel ist, dann denken sie, die sieht innen auch so aus. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das hier ist eine Druckstelle. Und diese Druckstelle schmeckt tatsächlich widerlich. Und das kann man auch mitessen notfalls. Aber da ist auch kein Thema, das wegzuschneiden. Und das ist auch nicht gut für die Banane, Druckstellen. Weil Bananen gehören zu den druckempfindlichsten Obstsorten, die es überhaupt gibt. Ganz, ganz empfindlich. Und ja, aber normalerweise kann die auch außen ganz schwarz sein und innen immer noch hell. So, mal sehen, wie es bei der aussieht. Die hat keine Druckstellen, innen total hell. Schön, wunderbar. Mach mal rein. Was nicht fehlen darf, aus meiner Sicht, ist die Omega-3-Fettsäure. Und das ist immer so in der veganen Ernährung so ein kleines Problem. Und von daher handle ich das gerne immer schnell ab. Ich nehme entweder Hanfsamen oder Leinsamen. Heute entscheide ich mich mal für die Leinsamen und mache da einfach ein paar Leinsamen rein. Seht ihr ungefähr, wie viel das sind. Also werden so 10-20 Gramm sein. Nicht so viel. Zumal hebt so ein bisschen Fett auch immer den Geschmack. Und da das Gericht ansonsten nahezu fettfrei ist, wenn man mal die Paranüsse außen vor lässt, ja, ist es also ein absolutes High-Carb-Gericht. Dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch, wenn man da ein paar Leinsamen mitmixt. Leinsamen immer frisch mixen, damit die Leinsamen nicht so schnell oxidieren. So, dann machen wir da auch noch, je nachdem wie süß ihr das haben wollt, es ist jetzt schon eigentlich ganz süß, aber ich mache da trotzdem noch immer ein paar Datteln rein. In dem Fall so 6, 7 Stück. Und was ich für mich entdeckt habe, ist gefrorene Ananas in das rein. Das ist so eine richtige, frische, fruchtige, tropische Geilheit, die da drin ist. Und das kommt bei mir immer rein, gefrorene Ananas. Oder alternativ habe ich jetzt
weil es im Angebot war, einen Exotic Mix, wo Ananas dabei ist. Und da mache ich dann einfach ein bisschen mehr rein, dass ich genug Ananas mit drin habe. Das jetzt war nicht ein bisschen mehr, deswegen nehme ich dann tatsächlich noch was von der Ananas. Genau. Da kommt jetzt gefrorene Ananas rein. Und nochmal Blaubeeren. Genauso machen wir nicht, machen wir die Tüte mal gleich alle. So. Manchmal, wenn ich da habe, mache ich noch ein bisschen frische Petersilie rein, aber habe ich heute nicht da. Und das tue ich jetzt einfach nur mixen. Kein Wasser dran, kein gar nichts. Und die Konsistenz danach ist so. Leckt das mal intensiver ab. Der Geschmack ist wirklich göttlich durch die Ananas. Es ist kalt. Ich liebe das zum Morgen richtig kalte, frische in meinen Körper aufzunehmen. Und ja, Konsistenz. Seht ihr auch. Also es ist überhaupt nicht notwendig, da irgendwie Wasser hinzuzugeben. Und das ist, ich kratze es nachher noch in Ruhe aus, wenn ich eure kostbare Zeit verschwende. Und das ist mein Grundrezept. Mein Grundrezept für ein Müsli, was wirklich mega, mega lecker ist. Und mega, mega vollwertig. Damit deckst du alle Nährstoffe des Tages. Ich habe es jetzt nicht eingegeben, aber ich bin mir recht sicher. Also da ist. So, jetzt habe ich das doch alles mal eingehackt. Und ja gut, es sind doch ein paar mehr Kalorien geworden. Es sind insgesamt 2300 Kalorien. Ich muss sagen, ich war auch danach sehr satt. Das war heute mein Frühstück. Und. Aber so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe zum Glück noch nichts gegessen, aber ich werde dann ja, gleich meine Radsession machen. Die tut richtig Not. Und ja, aber da werde ich ungefähr 1300 Kalorien verballern. Ich werde 2-3 Stunden aufs Rad gehen. Dann passt das. Aber ja, da seht ihr auch, wenn ich dann, wenn das wirklich nur die einzige Mahlzeit des Tages ist, es reicht auch. Wie sieht es denn von den Nährstoffen aus? Also bei den Nährstoffen sieht es relativ komplett aus. Was wir zu wenig haben, ist Vitamin E und Vitamin K. Abstriche vielleicht noch ein bisschen B3, aber E und K, da geht noch was. Vitamin E wäre dann halt, dass man noch ein paar Sonnenblumenkerne ranmacht. Könnte man auch, weil das Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis 1:2, was noch wunderbar ist. Generell die Makronährstoffverteilung ist wunderbar. Man hat 450 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Fette und 55 Gramm Protein. Das passt. Aminosäuren ist eigentlich komplett gedeckt. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Also mit 55 Gramm würde ich sagen, für mich jetzt ein Tick zu wenig, weil ich jetzt viel Sport mache. Aber da reichen noch 25 Gramm und dann war es das. Also ich könnte da jetzt auch noch ein bisschen Proteinpulver reinmachen in das Müsli. Genau. Und was die Mineralstoffe angeht, war zu erwarten, alles dabei. Sodium ist Natrium. Also ich habe ja ein bisschen Salz reingemacht, das hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben. Das passt. Also da müssen sich die wenigsten Gedanken machen über Natrium. Einzig und allein Calcium, und das habe ich schon immer in meiner gesamten Karriere als Veganer gemerkt, bei Calcium musst halt tatsächlich aufpassen, wäre das jetzt meine einzige Mahlzeit des Tages, dann müsste ich wohl noch ein bisschen Mohn reintun. Und das ist überhaupt kein Problem, man muss dann bloß ein bisschen mit dem Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis aufpassen, dass man das ein bisschen austariert, aber alles in allem passt das schon so als die eine Mahlzeit des Tages. Wenn du so in den Tag startest, brauchst du am Tag nichts mehr zu essen, da kommst du trotzdem gut über die Runden. Das Ding hat auch locker 1200 Kalorien. Werdet ihr ordentlich wieder an Kilometern abreißen. Wer mich auf Instagram verfolgt, wird ja sehen, oder auf Facebook, ja, wie mein Sportjahr 2019 gelaufen ist. Und die letzten 9 bis 10 Wochen fahre ich so pro Woche 150 bis 200 Kilometer. Und ja, es fühlt sich alles ziemlich gut an. Mal sehen, wie es bleibt. Hoffentlich mit Verletzungen alles gut. Aber ja, könnt ihr mich auch auf Strava verfolgen, wenn ihr Lust habt. Das seht ihr halt täglich, wie viel ich fahre. Und wäre gar nicht groß reden. Ja, also, mein Frühstück, sag mal, was du für ein Held ist. Wie würdest du das vielleicht noch verändern? Wie sieht dein Frühstück aus? Was ist so dein Standardfrühstück? Ist das vielleicht ähnlich? Und ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Essen. In der Hoffnung, euch ein bisschen Appetit gemacht zu haben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Dann sagen wir. Ach so, eine Sache noch, weil das Video ja noch vor dem 28. März wahrscheinlich erscheinen wird. Der Inside YouTube geht in die zweite Runde. Das heißt, wenn du Bock hast, mit YouTube dein Geld zu verdienen oder generell so mit Social Media, dann habe ich einen Workshop am 28.03. für dich. Da geht einen ganzen Tag, da geht
10 Stunden. In Leipzig ist der und sind noch Plätze frei, wenn du Lust hast. Bei Facebook ist die Veranstaltung. Ich poste dir auch nochmal in der Infobox. Und ja, der erste Workshop war schon echt toll. Und der zweite wird mindestens genauso toll. Also dann, macht's gut.